Auf der einen Seite der Atlantische Ozean, auf der anderen Seite der Indische Ozean. Ein Land umspült von zwei Weltmeeren. Aber nicht nur deswegen ist dieses Land so interessant, sondern vor allem wegen der vielen Pflanzen, die man hier findet. Herzlich willkommen bei einer Reise zu den schönsten Gärten der Welt. Herzlich willkommen in der Kapprovinz in Südafrika. Die Table Mountain Aerial Cableway bringt uns in nur 5 Minuten auf den berühmten Tafelberg. Ein Berg, eben wie ein Tisch. Der Ausblick ist gewaltig. Man sieht weit über den Ozean hinaus und überblickt ganz Kapstadt, das sich am Fuße dieses Naturwunders ausdehnt. Kapstadt ist eine der pulsierendsten Städte hier in Südafrika. Mehr als 4 Millionen Menschen leben hier. Vor allem seit der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahre 2010 hat die Stadt einen enormen Aufschwung genommen. Da unten findet man das Stadion. Uns interessiert aber vor allem die Pflanzenwelt. Wir sind hier am Tafelberg, 1000 Meter über der Stadt, mit 1600 verschiedenen Pflanzenarten. So viel, wie es nicht einmal in England gibt. Viele dieser Pflanzen sind endemisch. Sie sind also nur an dieser Stelle der Erde zu finden. Aus diesem Grund ist das Wahrzeichen Kapstadts auch unter Naturschutz gestellt worden. Viele Wanderwege am Plateau laden ein, die einzigartige Flora und Fauna zu entdecken. Mit der Gondel geht's dann auch schon wieder runter in die Stadt. Hier nehme ich mir ein Mietauto, denn so lässt sich die weitläufige Kapprovinz mit ihren herrlichen Landschaften und den schönen, aber oft versteckten Gärten am besten erkunden. Und da ist sie auch schon, die Protea. Genauer eine Nadelkissen-Protea. Sie ist die Nationalblume Südafrikas. Unglaubliche 115 Arten wachsen auf dem afrikanischen Kontinent, davon 4/5 im südlichen Bereich, dem sogenannten Feinbosch-Gebiet. Feinbosch, das bedeutet so viel wie feines Gebüsch und bezeichnet das vorherrschende Ökosystem. Im Frühsommer, also von September bis November, blühen sie besonders prächtig und das nur hier. Aber ein Stück Südafrika haben die meisten von uns daheim, die Pelargonie, auch Geranie genannt. Sie stammt ursprünglich aus dieser Region und wächst wild. Mittlerweile ist sie die am meisten verkaufte Balkonblume der Welt. Und die findet man auch im bekanntesten botanischen Garten von Südafrika mit einer der größten Sammlungen heimischer Pflanzen. Ein Paradies für alle Blumenliebhaber ist der botanische Garten von Kirstenbosch. Seit 1913 besteht er hier am Fuße des Tafelbergs und hier sind wirklich alle Pflanzen zu finden, die in Südafrika wachsen. Einfach unheimlich die Vielfalt. Das Besondere an diesem botanischen Garten ist, dass nur 10% angelegt wurden, der Rest ist natürlicher Wald oder die typische Feinbosch-Vegetation. Insgesamt wachsen hier 6000 verschiedene Arten auf einer Fläche von mehr als 600 Hektar. Einzigartig ist auch die Lage, die sich über 900 Höhenmeter erstreckt und so auch die unterschiedlichen Pflanzen in den Höhenlagen zeigt. Ich treffe Native Finkenstein, ein offizieller Führer, dem man die Begeisterung für diesen Garten richtig ansieht. Was macht diesen Garten so besonders? Das ist ein einzigartiger Garten, weil er die Flora von ganz Südafrika repräsentiert. Im Speziellen aber die Flora der Kaphalbinsel, wo sich diese Anlage hier befindet. Welche Pflanzen gibt es hier? Hier gibt es Proteen, Erikas und Seilgrasgewächse. Das sind die Hauptelemente des Feinbosch-Gebietes. Hast du Lieblingspflanzen? Natürlich.
Es sind jene, zu denen ich meine chemische Forschung betrieben habe. Sie gehören zur Familie der Rautengewächse. Und diese Pflanzen beinhalten ätherische Öle. Das heißt, sie strömen immer einen guten, aromatischen Duft aus. Wir haben ja gerade über Rautengewächse gesprochen. Diese Pflanze hier heißt Coleonema album und sie hat diese ätherischen Öle. Wenn man die Blätter aneinander reibt, riecht man diesen wunderbaren aromatischen Duft. Und das ist, was die Fischer machten, um den Fischgeruch von den Händen zu bekommen. Fische gibt es im Kirstenbosch keine, dafür aber Dinosaurier. Die Zinnskulpturen sind zwischen den Palmfarnen platziert, von denen viele Arten vom Aussterben bedroht sind. Die temporäre Ausstellung soll bewusst machen, dass den Pflanzen das gleiche Schicksal drohen könnte wie den Urzeitriesen. Auch das Gewächshaus hier ist übrigens etwas ganz Besonderes. Auch wenn es in Südafrika an manchen Tagen extrem heiß ist, hier in diesem Gewächshaus ist es noch viel heißer. Hier stehen nämlich jene Pflanzen, die normalerweise in der Wüste wachsen. Und eine davon hat einen Bezug zu Österreich. Und zwar ist das die Welwitschie, die ihren Namen dem Kärntner Botaniker Friedrich Welwitsch zu verdanken hat, der sie in der Wüste Namib an der Westküste Afrikas entdeckte. Obwohl diese besonders genügsame Pflanze mehrere hundert Jahre alt wird, besitzt sie nur ein einziges Blattpaar, das immer weiter wächst und weiter wächst. Ich habe hier noch einen besonderen Schatz entdeckt, die gelbe Strelitzie. Es ist die seltenste Art dieser Paradiesvogelblume und wurde dem Mann gewidmet, welcher der schwarzen Bevölkerung zur Freiheit verholfen hat, Nelson Mandela. Kirstenbosch wird zu Recht als einer der sieben großartigsten botanischen Gärten der Welt bezeichnet. Von diesem riesigen Park geht es jetzt aber auf ein privates Landgut, Ferchelen. Holländische Architektur, dazu die Gartenleidenschaft der Niederländer und der Briten. Das ist hier in Südafrika allgegenwärtig. Üppige Staudenbeete blühen jetzt im südafrikanischen Sommer hier. Ich fühle mich fast ein wenig wie in England, wenn bei uns der Herbst ins Land zieht. Dann beginnt hier die schönste Zeit. Ich bin hier am Weingut Ferchelen. Das ist nicht nur bekannt für die wunderschönen Blumenbeete, für die herrlichen Weine, sondern auch für eine alte Parkanlage. Hier gibt es die ältesten Bäume in Südafrika. Ich treffe jetzt den Head Gardener Richard. Hallo Richard. Hi. Hi, nice to meet you. Hi. Diese Bäume werden die Big Five genannt. Was macht sie so besonders? Das sind die ältesten kultivierten Bäume in Südafrika. Sie wurden im Jahr 1700 von Gouverneur Willem Adrian van der Steel gepflanzt. In dieser Zeit war Kampfernholz sehr begehrt, um Holzkisten für die Lagerung von Kleidung zu fertigen. Diese Bäume wurden 1940 zum Nationaldenkmal ernannt. Obwohl es ältere Bäume in Südafrika gibt, die einheimisch sind und hierher gehören, sind dies die ältesten kultivierten exotischen Bäume. Aber einer der Bäume ist nicht so alt, oder? Das stimmt. Einer wurde 1917 von Hausherrin Lady Phillips gepflanzt, um einen anderen zu ersetzen, der abgestorben war. Dieser Kampfer ist etwa 100 Jahre alt. Da kann man einen schönen Vergleich anstellen zwischen den Kampferbäumen. Nicht nur die alten Bäume sind beeindruckend, das Landgut umfasst auch 17 einzigartige Themengärten. Die Vielfalt reicht vom englischen Garten mit üppigen Blumenrabatten über strenge geometrische Beete, die von exakt geschnittenen Hecken eingefasst sind, bis zu imposanten Wasserelementen. Einfaches wird mit Komplexem kombiniert
Formelles steht im Kontrast zu Informellem. Dabei sind viele historische Stile der letzten 300 Jahre erhalten und gepflegt worden. Verchelen hat das ganze Jahr über etwas zu bieten. Aber jetzt, im afrikanischen Frühsommer, ist die Pracht am schönsten. Der südwestlichste Punkt des afrikanischen Kontinents. Ein Muss für jeden südafrikanischen Besucher, das Kap der guten Hoffnung. Früher wurde es übrigens genannt, das Kap der Stürme. Heute trifft dieser Name wohl am ehesten zu. Zwei Weltmeere kommen am Kap der guten Hoffnung zusammen. Jedenfalls waren die alten Seefahrer davon überzeugt. Die stürmische See, die Winde und die rauen Klippen haben hier viele Todesopfer gefordert. Heute heben Seefahrer wie Touristen ein Glas Sekt auf eine gelungene Reise. Geht man an der Küste der Kap-Halbinsel spazieren, kann es schon mal passieren, dass man Tieren begegnet, die man hier vielleicht gar nicht vermuten würde. Kaum zu glauben, dass Pinguine bereits seit etwa 10 Millionen Jahren die afrikanische Westküste bevölkern. Geschätzte 72.000 wilde Brillenpinguine leben hier. Ihr Bestand hat aber im letzten Jahrhundert stark abgenommen. Pinguine können laut sein, sehr laut sogar. Und als Brutstätte nutzen sie gerne auch mal einen privaten Garten. Für die Bewohner in Strandnähe sind sie eine richtige Plage. Mehr als Vertreiben ist nicht erlaubt, sie sind nämlich vom Aussterben bedroht und stehen daher unter strengstem Schutz. So, jetzt geht's wieder ins Landesinnere zu einem besonderen Gartenjuwel. The Old Nectar. Diesen Garten kann man wohl als den berühmtesten Südafrikas bezeichnen, trägt er doch als einziger die Auszeichnung Nationales Historisches Denkmal. Die Besitzerin Una van der Spy hat diesen Garten im Laufe von 71 Jahren geschaffen. Obwohl sie anfangs überhaupt keine Ahnung von Gärtnern hatte, kreierte sie wunderschöne Gartenräume, jeder mit einem eigenen Charakter. Ihr besonderes Anliegen war, den Garten möglichst natürlich in die Umgebung mit den eindrucksvollen Bergen einzufügen. Ihr Enthusiasmus machte nicht nur den Garten zu einem Paradies, sondern auch zu einer Pilgerstätte für Gartenfreunde. Seit ihrem Tod im Jahr 2012 bewahrt ihr Sohn Peter van der Spy das Erbe. Peter, Ihre Mutter war eine tolle Gärtnerin. Haben Sie auch einen grünen Daumen? Nein, ich habe keinen grünen Daumen. Ich bin hier geboren und in den letzten 75 Jahren hatte ich Zeit, alles aufzusaugen und zu lernen. Der Garten ist berühmt. Was macht ihn eigentlich so einzigartig? Ich denke, seine Besonderheit sind die verschiedenen Stile. Aber alles in einer europäischen, klassischen Tradition. Ein wichtiger Punkt in diesem Garten sind die Bäume. Sie sind wirklich die Grundsteine des Gartens. Meine Mutter war der Überzeugung, sich niemals auf die Blumen ihrer Farbe wegen zu konzentrieren, sondern vielmehr auf die Bewachsung, die Grünpflanzen, die verschiedenen Nuancen und Strukturen von Grün. Und dann natürlich auf die Schönheit des Herbstes und des Winters, wenn die großen Bäume keine Blätter haben. Das sind, denke ich, die wichtigsten Aspekte von Unas Garten. That, I think, are the key elements of Una's gardens. Der Rosengarten ist für mich wirklich eindrucksvoll. 8 große Beete, jedes bepflanzt mit einer anderen Sorte und begrenzt mit weißblühendem Schleierkraut. In einem Interview kurz vor ihrem Tode sagte sie, dass die ältesten Pflanzen 66 Jahre alt sind. Man muss sie nur liebevoll pflegen, dann werden Rosen uralt, wie zum Beispiel die Sorte Crimson Glory. Crimson Glory. Sie pflanzte Crimson Glory im Jahr 1944 und die Exemplare, die man dort sieht, sind die originalen Rosen. Wir haben auch die erste Friedensrose, die nach Südafrika kam. Sie wurde zu dieser Zeit direkt von den Züchtern importiert. Welchen Teil des Gartens lieben Sie am meisten?
Oh, that's a difficult question. Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, mein Lieblingsplatz ist der, auf dem ich einfach sitzen, schauen und aufnehmen kann. Es sind viele Bänke im Garten. Meine Lieblingsbänke sind direkt hinter mir. Auf denen kann man einen Blick durch die Bäume und die Rosen auf die Berge werfen. Una van der Spy gab ihr Gartenwissen gerne weiter. Unglaubliche 20 Bücher hat sie geschrieben. Das letzte, Ein Garten für jede Jahreszeit, war ihrem eigenen Garten gewidmet, erschien aber erst wenige Tage nach ihrem Tod. The Old Nectar ist ein friedlicher Ort, an dem jeder Winkel an Una erinnert. Ein wirklich historischer Boden. Edith Stevens Wetland Park im Osten von Kapstadt kann heute als Beispiel für ein gelungenes Nebeneinander von Mensch und Natur angesehen werden. Benannt wurde der Park nach Edith Stevens, einer exzentrischen Gärtnerin. Sie spendete dem Botanischen Garten Kirstenbosch in den 1950er Jahren Land, um eine endemische Pflanze vor dem Aussterben zu bewahren. 40 Jahre später wurde das umliegende Land von 39 Hektar in ein Naturschutzgebiet umgewandelt und ein wunderbares Feuchtgebiet angelegt. Damit sind Flächen gemeint, in denen Wasser als bestimmendes Element die Umwelt dominiert, zumindest für gewisse Zeiten im Jahr. Das können Sumpfgebiete sein, Auen, Torfland oder Gebiete, die von heftigen Regenfällen überflutet werden. Feuchtgebiete sind Heimat vieler Tiere und Pflanzen, die nur hier überleben können, wie zum Beispiel die afrikanische Wasserähre, der afrikanische Rohrkolben, auch Kanonenputzer genannt, oder Bitobush, eine Chrysantheme, die zu einem 6 Meter hohen Baum wird. Besucher können einfach den herrlichen Park genießen oder auch die hier angebotenen Bildungsprogramme nutzen. Besonders engagiert sich Dale Isaacs für dieses tolle Projekt. Edith Stevens Wetland Garden ist einerseits für die Botaniker, andererseits aber auch ein Sozialprojekt. Was genau geschieht hier? Das Edith Stevens Naturschutzgebiet ist dazu da, der Öffentlichkeit die Wichtigkeit der Pflanzen, des Umweltschutzes und der Freude eines Naturparks zu vermitteln. Ganz egal, ob man Matura hat, einen Studienabschluss oder ob man nie in die Schule gegangen ist. In Edith nimmt man sich der sozialen Bildungsverantwortung an. Zu den Pflanzen in Edith Stevens, 90% davon sind trinkbar, essbar oder medizinisch. Und den Rest kann man verwenden, um ein Haus zu bauen. Darum geht's bei uns. Ist es ein Kirstenbosch für die armen Leute? Ja, man kann sagen, es ist ein wunderschönes Kirstenbosch für die Armen. Es ist nah bei ihren Häusern. Sie können zu Fuß hierher kommen und brauchen kein Busticket. Sie müssen nichts bezahlen im Naturschutzgebiet. Es ist komplett gratis. Sie haben hier Bildungsangebote, können mit ihren Familien picknicken. Es gibt Konzerte, Hochzeiten oder man entspannt einfach. Nimmt ein Buch mit. Es ist das Kirstenbosch des Kapflachlandes. An so heißen Tagen wie heute bekommt man von ihnen aber leider nur wenig zu Gesicht. Also ob man in Edith Stevens Park zum Spazierengehen, Picknicken oder zur Weiterbildung kommt, einen Besuch ist da immer wert. Südafrika ist ein Land der Gegensätze, da spürt man, wohin man blickt. Nur 8% der Bevölkerung ist weiß und europäischer Abstammung. Sie beanspruchen den Großteil des Wohlstandes für sich. Die afrikanische Bevölkerung fühlt sich trotz der Abschaffung der Apartheid im Jahr 1994 nach wie vor als Menschen zweiter Klasse. Das Land hat besonders Nelson Mandela, Widerstandskämpfer, Friedensnobelpreisträger und Präsident, viel zu verdanken. Es erlebt gerade einen Aufschwung, sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich. Vor allem der Tourismus sorgt für hohe Einnahmen.
besonders hier in Kapstadt. Nach dem Schnuppern der Stadtluft zieht es mich wieder hinauf in die Berge, und zwar ins Weingut Rustenberg. Ich komme aber nicht wegen des Weines hierher, sondern wegen des imposanten Gartens, den man auch als Lehrbuch für britische Gartengestaltung bezeichnen könnte. Die Geschichte des Anwesens geht zurück bis ins Jahr 1682, als hier das Potenzial für den Weinbau entdeckt wurde. Nach vielen Höhen und Tiefen wurde das Weingut vor 70 Jahren schließlich von der Familie Barlow gekauft, die sich liebevoll um das typisch kapholländische Haus und den englischen Garten kümmerten und so in neuem Glanz erstrahlen ließen. Viele Wege laden zu einem ausgedehnten Spaziergang ein, und an jeder Ecke gibt es Neues zu entdecken. Unter den mächtigen Bäumen, großteils Eichen, findet man herrliche Staudenbeete mit Rosen, aber auch einen Granatapfelbaum mit gefüllten Blüten. Hier ist eindeutig die Handschrift einer Pflanzenliebhaberin zu erkennen. Ich treffe hier Roseanne Barlow, die Hausherrin, die jetzt für den Garten verantwortlich ist. Man muss es zweimal sagen, wir sind hier in Südafrika, nicht in England. Es ist ein wunderbarer Garten. Was ist die Idee dahinter? Die Idee war, einen Familiengarten anzulegen, der sich um die wunderschönen alten kapholländischen Gebäude legt. Bei der Gartengestaltung hatte man immer im Hinterkopf, die Umgebung mit einzubeziehen, sowie Gartenräume zu gestalten, was alles interessanter macht. Welcher Teil des Gartens ist Ihr Liebster? Ich mag den versunkenen Garten. Ich denke, der ist dem berühmten englischen Sissinghurst-Garten nachempfunden. Und unser Mandelweg wird gesäumt von herrlichen englischen Blumenrabatten. Der weiße Garten ist besonders formell gestaltet. Um dorthin zu gelangen, passiert man rote Rabatte. Prächtige Staudenrabatten mit Agabanthus, den afrikanischen Schmucklilien oder auch Fingerhut und Rittersporn blühen in allen Farben, und das fast das ganze Jahr über. Jeder der vielen Gartenräume hat wirklich etwas Einzigartiges zu bieten. Zum Beispiel die beeindruckenden doppelten Rabatten mit vielen alten Rosensorten. Wasserspiele wie Brunnen, Becken oder Teiche sind gekonnt zwischen alten Bäumen und Rasenflächen platziert. Besonders geachtet wurde er für einen durchgängigen altenglischen Stil, bei dem sich aber formelle und informelle Elemente durchaus mischen dürfen. Einmal im Jahr ist der private Rustenberggarten der Öffentlichkeit zugänglich. Ich hatte also Glück, ihn auf meiner Reise besuchen zu können. Einen ganz neuen Garten möchte ich mir zum Schluss nicht entgehen lassen. Zu viel habe ich über diese Biolandwirtschaft schon gelesen. Babylon Stone, auf Deutsch babylonische Gärten. Auf über 3 Hektar gedeihen hier Gemüse, Obst und Kräuter in Hülle und Fülle. Es ist, als ob man das Paradies verkosten könnte. Deshalb entschied man sich wohl auch für den Namen, der an die paradiesischen hängenden Gärten von Babylon erinnern soll. Inspiriert wurden die Babylon-Stores aber hauptsächlich vom Company Garden in Kapstadt, der, wie wir schon wissen, die Schiffe früher mit Nahrung versorgte. Bei meinem Streifzug durch die Beete habe ich eine prominente Begleitung, die Leiterin des Schaugartens Gundula Deutschländer, deren Eltern aus Deutschland stammen und die es sich nicht nehmen ließ, mit mir auf Deutsch zu plaudern. Gundula, vor 7 Jahren war hier eine heruntergekommene Obstplantage. Jetzt ist ein Paradies hier. Ihr nennt es babylonischer Garten. Wie kam es denn zu dem? Es kommt von dem Eigentümer. Er möchte
dass wir zeigen, wie Kapstadt gegründet ist, dass die das Nahrung für die verschiedenen Matrosen, die vorbeikamen, auch gepflanzt hat. Und wir möchten gleich tun hier. Was passiert eigentlich mit dem ganzen Gemüse und mit den Kräutern, die hier angebaut werden? Wir haben ein Restaurant, wir haben auch Gäste, die hier bleiben. Die essen alle vom Garten und Gäste kommen für Dachbesuch auch und die dürfen nehmen, wie es passt. Und es wird nicht gespritzt, das heißt, sie können ohne Gefahr alles essen? Genau, wir sind biologisch hier. Es ist, dass die Leute Sicherheit hat, auch dass sie ohne Gefahr essen konnten. Wir versuchen viele alte Bäume und auch neue Sorten anzupflanzen. Und es ist, als ob die Leute die Bücher von den Bäumen pflücken konnten, zum Essen zu schmecken. Ist es mittlerweile auch so, dass viele Tiere und viele Insekten zurückkommen? Unglaublich, wie viele neue Vögel wiederkommen. Vögel, die ich früher noch nie gesehen habe. Es ist wirklich eine Oase im ganzen Tal hier. Aber nicht bloß für den Gaumen wird hier viel geboten, sondern vor allem fürs Auge. Der verantwortliche Architekt orientierte sich an alten französischen Klostergärten und schaffte eine klare geometrische Struktur. Mehrere Hauptachsen teilen die gesamte Fläche in 15 Areale. Da gibt es die verschiedensten Gemüsebeete, Stein- und Kernobst, Zitrusfrüchte, Nüsse, Beeren und alles, was man sich an Kräutern vorstellen kann. Zum Beispiel dieser üppig wachsende Lavendel. Da es sich hier um einen intakten landwirtschaftlichen Betrieb handelt, dürfen natürlich auch die Tiere nicht fehlen. Viele Hühner, Enten und sogar Esel haben hier jeweils ihren eigenen Bereich. Ich bin etwas überrascht, als ich den Kakteengarten entdecke. Aber auch sie können sehr nützlich sein. Diese Kakteen hier, die werden nicht zur Zierde angebaut, sondern als Nutzpflanzen. Da sieht man schon so eine Blüte und dahinter ist die Frucht und die schmeckt köstlich. Übrigens auch die Blätter verwendet man hier in der Küche, genauso wie die Fasern. Daraus kann man einen Stoff produzieren. Hier in der Kapprovinz beginnt jetzt der afrikanische Sommer. Nicht nur mit Hitze, sondern mit einer vielfältigen Vegetation. Die durfte ich Ihnen heute zeigen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie wieder einmal mitreisen, wenn es heißt, auf Entdeckungsreise zu den schönsten Gärten der Welt. Bis dahin, viel Spaß beim Garten.